Aaron, wir kommen. Wir retten dich. Komm, Aaron. Ich hab genug. Bring es hinter dich. Garrett! Garrett, ich rutsche! Ganz ruhig. Die Kralle! Gib mir die Kralle! Tja, meine Lieben, das Stealth Game Thief, kann man auch sagen, ist zu Ende. Wir kommen zum Resümee von diesem großartigen Spiel, das sich am Ende doch als nicht so großartig entpuppt hat. Klar, ganz am Ende war ich doch ein bisschen begeistert von dem Bosskampf und von den ganzen Videos, die da stattfanden und auch wie das Ganze so zusammenhing, dass man das nochmal ein bisschen hat Revue passieren lassen. Aber das ist eben nicht alles im Spiel und das werden wir jetzt gleich bei der Punktevergabe lernen, denn wir fangen an mit der Grafik. Es gab schöne Videos, wie eben erwähnt, nur waren sie teilweise laggy, richtig laggy, hatten aber tolle, detaillierte Personen im Spiel, die hatten wunderbare Gegenstände, wenn wir uns die Kerzenleuchter angeguckt haben oder diese Zahnräder, die waren sehr, sehr schön, ich sag mal animiert. Allerdings ist die Grafik so im Vergleich zu anderen Spielen, die 2014 rauskamen, echt grottig. Muss ich jetzt einfach mal so zugeben, ich kann ja mal so Revue passieren lassen, Call of Duty, Assassin's Creed, was ist damals noch alles rausgekommen, die hatten alle eine bessere Grafik als Thief und gerade von so einer Firma wie Square Enix hätte ich doch einiges mehr erwartet. Egal, 85% gibt's für die Grafik. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe. Ach ja, die Lippensynchro. Habt ihr mal auf die Lippensynchro geachtet? Allein bei diesem Zirkusdirektor, Vito, war es furchtbar. Nicht nur in den Videos, wo die Leute dann wirklich noch den Mund bewegt haben, dabei war das Gespräch hier schon langsam zu Ende. Das hätte man entweder als Synchronisator oder als Spieleentwickler doch ein bisschen besser hinkriegen können. Das nächste. Aufbau und Struktur. So, da kommen wir eigentlich zum großen Schwerpunkt, warum das Spiel riesig abstürzt in meiner Wertung. Ich kann es immer noch nicht einschätzen. Ist das jetzt, natürlich ist es ein Stealth-Game, aber ist es mehr, soll es Leute animieren zu zocken oder nicht? Ja, mein Entdeckergeist hat da so ein bisschen den Faden verloren in dem Ganzen. Allgemein hat das Spiel die rote Linie verloren, denn es wurde nicht gekennzeichnet, wo man lang muss, was man zu tun hat. Man hat einzig und allein die Kapitel irgendwie so halbwegs auf dem Schirm gehabt. Wenn man denn mal bei den Quests nachgeguckt hat oder auf der Karte irgendwo was Oranges gesehen hat, konnte man dorthin gehen. Es gab 8 Kapitel, es gab 30 Nebenquests, die sowieso mehr oder weniger auf 3 Arten abgeschlossen werden konnten, wie Jäger, Opportunist und ich glaube Schatten war das dritte. Dann konnte man in verschiedene Gebiete mit rein und das Blöde war, dass man jedes Fenster, das man irgendwo angeguckt hat, eigentlich auch für die ganzen Nebenquests gebraucht hat. Das heißt,
Als Entdecker hat man da sowieso keine Chancen. Wenn du wirklich die ganze Stadt mal eben anguckst, egal ob du die Gegenstände hast oder nicht, wie Schraubenschlüssel und wie was war das andere Ding, das wir da hatten? Ist auch egal. Solange wir das nicht gehabt haben, sind wir in jedes Fenster reingegangen und später mussten wir sowieso in jedes Fenster wieder rein wegen der Nebenquest. Das war doof. Finde ich nicht schön. Es sollte viel mehr Möglichkeiten geben, noch Dinge zu entdecken, die man sonst eigentlich gar nicht gesehen hat. Klar, ich glaube, ein oder zwei Fenster waren auch ohne, aber da war noch nichts Besonderes drin. Und das gefiel mir überhaupt nicht. Allgemein auch die Karte. Es gab nichts zum Eintragen, keine Möglichkeiten, raus und rein zu zoomen, um irgendwie mal die ganze Stadt im Überblick zu haben. Da gab es irgendwie Südviertel, den Hauptplatz, Stone Market. Es gab die ganzen einzelnen Kapitel nochmal mit einer eigenen Karte. Wenn man in einem Fenster war, konnte man plötzlich den Rest der ganzen Karte nicht mehr sehen und gucken, wo man hin will, obwohl man im Fenster auch endlich mal Ruhe hat. Aber sonst geht es, also so richtig realitätsnah ist es ja auch nicht. Es gab keine vollständige Anzeige, also ich bin echt enttäuscht von der Karte, von dem Spieleaufbau so im Allgemeinen und da kommt noch einiges dazu. Lustige Szenen gab es, kann man so sagen, wenn wir an diejenigen denken, die sich da unten im Keller verprügelt haben, um sich irgendwie ein bisschen zu befriedigen. Sowas hält dann wenigstens die Stimmung ein bisschen wieder auf. Was mir auch gefehlt hat, wäre eine Quest gewesen wie Kaufe für Basso einen Ring beim Itemhändler. Damit man endlich mal den Itemhändler entdeckt. Ich meine, wir waren im vierten Kapitel und bis dato gab es keine Hinweise. Bis auf die paar Hinweise, die dann im Ladescreen waren. Und das ist einfach viel zu wenig. Es war nicht hilfreich genug, um dieses Spiel zu durchblicken. Und auch ist das blöd ist, dass der Ladescreen viel zu schnell wegging. Da stand ein riesen Text. Du wolltest den in Ruhe durchlesen. Ich habe es versucht, ein bisschen schneller durchzulesen. Hat trotzdem nicht geklappt. Der war schneller weg, als ich ihn lesen konnte und schön wäre gewesen, der Ladescreen läuft durch und wenn er fertig ist, erscheint ein kleiner Button, wo man dann drücken kann, um weiterzumachen. Das sind so Verbesserungsvorschläge, die ich diesem Spiel unbedingt geben möchte. Aber okay, dafür gab es schöne Fähigkeiten, viele Fähigkeiten, die wir auch erhöhen konnten, stärken konnten, beleveln. Das war schön, auch genauso die ganzen Items, die wir bekommen haben, auch um Dinge im Nachhinein oder nebenbei schon mal zu holen, wie eben zum Beispiel den Schraubenschlüssel, um die Plaketten abzuschrauben oder auch um die Luken zu öffnen, reinzukommen in verschiedene Gebäude, war schon ganz nett. Was mir auch wieder nicht gefallen hat, ist die Ego-Perspektive. Ich bin kein Fan von Ego-Perspektive. Denn oft ist man irgendwo vorbeigelaufen und hatte allgemein keinen Überblick, hat gar nicht mitbekommen, ob da jetzt Gegner waren oder nicht. Da finde ich es doch besser, wenigstens so im First-Person-View zu schauen. Ja, dass da eine Person vor dir ist, die du hin und her steuerst. So wie bei Assassin's Creed. Ich bin nun mal Assassin's Creed verwöhnt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und selbst wenn ich bei Assassin's Creed dann so ein Stealth-Abenteuer machen muss, ja gut, okay, dann mache ich das lieber als bei Thief. Insgesamt gibt's für Aufbau und Struktur gerade mal 71%. Das hat richtig reingehauen, diese ganzen Punkte haben so viel abgezogen, sodass wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, der ebenfalls noch ein bisschen was abzieht. Die Story. Am Anfang gab es einen Spruch von Garrett. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnern könnt, aber da kam sowas vor wie die Armut ist hier und da. Aber mich stört das eh nicht und ich klaue sowieso was. Guckt es euch nochmal an. Guckt nochmal in die erste Folge rein. Bei diesem Spruch habe ich echt so gedacht, es macht keinen Sinn, aber ich muss jetzt was Cooles sagen. Und ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist, aber das hat echt reingehauen, wo ich so dachte, okay, mal sehen, was der Rest des Spiels noch zu bieten hat. Es war kein guter Anfang, möchte ich damit sagen. Und wenn wir allgemein so auf die Story gehen, sind zwei Diebe unterwegs, es gibt ein großes Unglück, dadurch ist die Balance der Stadt gestört, Aaron macht mit mal Zombies, die Bettlerin sagt, die Stadt, die kann ohne dich nicht leben, genauso wie du ohne die Stadt, also rette sie. Und schon gehen wir auf eine Arche irgendwo tief im Untergrund, treffen Aaron, retten sie, Aaron, und versuchen, dem Geist den letzten Wunsch zu erfüllen oder ihrem komischen Körper, der durch die Urkraft ja nur noch gelebt hat. Die Urkraft haben wir entzogen und schmeißen ihr die Kralle zu, gerade als sie abstürzt. Plötzlich ist sie verschwunden. Wir wissen nicht, was ist mit Aaron passiert. Okay, mit so einem offenen Ende kann ich leben. Aber was ist passiert mit der Stadt? Ich meine, können die jetzt einfach so weiterleben? Da fehlen 20.000 Leute. Die sind alle tot, die sind alle abgeführt worden. Garrett freut sich, juhu, ich kann jetzt endlich wieder was klauen. Ich frage mich auch, wie lange er das noch machen möchte. Mittlerweile müsste er ja die ganze Stadt ausgeräubert haben.
Wo kommt der Urkraftstein her? Was passiert mit den restlichen Leuten? Also es ist mir viel zu offen. Es ist einfach nur eine Geschichte, die reingeworfen wurde, eine Story, die da ist und man hat das jetzt zu machen und dann ist gut, du bist durch, herzlichen Glückwunsch, da ist dein Achievement und jetzt geh nach Hause. Das geht gar nicht. 72% gibt es deswegen nur für die Story. Und das, ja, wie gesagt, hat die Wertung ordentlich runtergehauen. Musik. Die Musik war okay. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass die Sprüche der Wachen und der ganzen Leute immer wieder dieselben waren. Teilweise ist man an einem Haus vorbeigerannt, hatte das Gebäude der Wache schon ausgeräubert. Und immer wieder haben sie gesagt, oh ja, ist so gefährlich da drin, wir müssen da mal ausräubern, bla bla bla. Kam immer wieder, ist nervig auf Dauer, 80% deswegen dafür. Dann sind wir bei 308 Punkten insgesamt durch 4 große Einzelpunkte, die wir dann zu 77 Punkten formen können. 77 Punkte für Thief. Ich bin der Meinung, ich habe es ja teilweise mitbekommen durch eure Kommentare, durch alles, was ihr dort noch hinterlassen habt und auch durch die anderen Spiele und verschiedene Dinge, die ich nachlesen konnte, dass es dort auch ein paar nostalgische Punkte gab, wie zum Beispiel eine Stadt, die keiner kannte, die gab es auch schon früher in anderen Spielen. Deswegen gibt es nochmal plus einen Punkt. Ich kenne die ganzen Spiele noch nicht, die werden wir uns vielleicht an dieser Stelle gesagt, noch angucken, vielleicht aber auch nicht. Für den Wiederspielwert würde ich keine Punkte vergeben wollen, aber auch keinen abziehen wollen, denn ja, ich würde es wieder spielen, aber nur auf einem leichten Modus, um vielleicht schneller an Geld zu kommen und sich mal alles kaufen zu können. Ende der Geschichte. Damit kriegt Thief also noch einen einzigen Punkt dazu und landet bei 78 Punkten von 100. Das ist laut Schulnotensystem bei 78%, ich glaube nicht mal eine 2. Schade. Echt schade, ich bin mir nicht sicher, oder? Hat man mit 75% nur eine 2? Bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall hat Thief ordentlich eingebüßt durch diese ganzen Fehler, die es gezeigt hat. Schade dafür. Aber gut, wenn euch das Projekt gefallen hat, trotzdem Daumen hochlassen, da lassen. Und wenn euch vielleicht doch mal die anderen Projekte gefallen, von denen ich selber mehr halte, schaut ruhig mal rein. Mein Name ist Bisu Zimt, abonniert mich, falls ihr es noch nicht habt. Ich liebe euch über alles und wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis nachher. Ach so, und verpasst die Bonusparts natürlich nicht. Bis gleich.
Abgeschlossen. Dämmerschein. 500 Gold gibt es dafür. Wir haben 14 Kills oder K.O.-Schläge gemacht. Das heißt, 175 Gold gibt es nochmal oben drauf. Und stehl alle Beuteobjekte. Wir haben zumindest alle Sammlerstücke gefunden, aber davon insgesamt von den Beutestücken nur 25. Das heißt 50%. Das ist traurig. Egal. Wir haben es geschafft und wir sind durch. Wir sind wieder zurück im Glockenturm und ich hoffe, dass wir jetzt noch Bassos Aufträge machen können, um dann in den Bonusparts natürlich noch einiges zu rocken. Spielende, herzlichen Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen. Du kannst die Stadt weiterhin erkunden und jedes Kapitel sowie Kundenaufträge erneut spielen. Toll. Withrich's Riches Pflichten, Sammlung vollständig. 680 Gold gibt's obendrauf. Danke dafür. Unser Lager ist leer. Bis auf Wasserpfeile. Davon haben wir mehr als genug. Scheinen sich irgendwie zu vermehren. Naja, egal. Wir haben es geschafft. Hier fehlt bloß noch ein einziges Bild. Da drei. Wir haben gerade mal einen komischen Ring. Da haben wir eine einzige Kastinette. Also Brosche oder irgendwie sowas in der Art. Da sind alle sechs Medaillons. Sie sind vollständig. Oh, wie wunderschön. Gerade mal zwei weitere Broschen, Blumenbroschen. Da sind die Erinnerungen an Tote. Drei von sechs, glaube ich. Drei von sechs Bindungen des Todes. Hier haben wir zumindest schon mal eine, fast komplett eine Kiste voll mit Schildern. Da fehlen aber noch zwei. Und hier sind drei drin. Das heißt, zwei packen wir rüber, einen haben wir zu viel. Das ist perfekt. Ach, wir sind schon gut. Wir sind zwar nicht die Besten, aber wir sind gut. Journal öffnen. Hier können wir auch nochmal sehen. Städtische Denkmaltafeln. 11 von 16. 8 von 12. Montanessis Hof. Was auch das immer das ist. Ach so, das sind immer die einzelnen Porträts. Ich verstehe. Unikate. 6 von 9. Da hatten wir Liergroffs Edelsteinmaske. Seele des Automaten. Antike Figur. Herz des Löwen. Stadtartefakt. Und das funkelnde Federkleid. Kundenbeute. Da haben wir auf jeden Fall alle acht gefunden. Der Kopf, genau. Der Oktopus. Die mechanische Hand. Der Kehlkopf und das Herz. Bankraubbeute. Gerade mal eins, nämlich der Stern von Aldale. Eins fehlt noch. Ewige Blumen. Gerade mal zwei. Angesteckte Kastinetten. Eine Sammlung von Broschen mit exotischen Schmetterlingen, die den Töchtern der Familie Kastinett jeweils am Abend vor ihrer Hochzeit überreicht wurden. Die Schmuckstücke galten nach dem geheimnisvollen Verschwinden der Familie bei den großen Stadtaufständen des Jahres 521 als verschollen. Trauerglocke. Und hier sind noch Ringe. Bernsteinkranz. Ein goldener Ring verziert mit zahlreichen Bernsteinen. Ja, da fehlt noch so einiges an Unikaten, an Sammlerstücken. Schade eigentlich, dass wir da nicht alle gefunden haben. Was die Dokumente angeht, das sieht schon wesentlich besser aus. 10 von 13 der Bankraub, 11 von 13 Baron Northcrest, 21 von 22 Ektors Kundenaufträge, fehlt bloß ein weiteres Dokument. Stone Market, 19 von 33, das ist nicht ganz so gut. Südviertel dafür aber wieder 10 von 15, 1 von 1 im Prolog, 2 von 2 im Kapitel 1, 7 von 9 in Kapitel 2, 4 von 4 in Kapitel 3, 6 von 6 in Kapitel 4, 32 von 42 in Kapitel 5, 11 von 12 in Kapitel 6 und in Kapitel 7 4 von 4. Sogar Zeitungen gab es. 13 von 19 haben wir bisher gefunden. Vittoris Kundenaufträge 3 von 3, Kapitelrückblicke 8 von 8. Sieht gut aus. Karte ansehen brauche ich nicht. Und im nächsten Part, ein kleiner Bonuspart, machen wir dann natürlich die Kundenaufträge noch für Basso, wenn ich ihn wiederfinde. Ich freue mich schon drauf. Also dann, bis gleich.